ich bin's wieder. Heute habe ich mir gedacht, boah, super geil. Gestern haben wir den ganzen Boden hier alles sauber gemacht, hier die Wand hingemacht, verklebt und alles abdichtet an der Seite und mach den cool. Dann kommst du runter heute, legst du den Boden rein. Kommt eine Fliege rein, okay. Ich als heute Morgen voller Vorfreude die Tür aufgemacht und dann pom, Wassereintritt. Einmal hier ein Fleck und einmal hier ein Fleck. Okay, das lassen wir ganz, das ist nicht viel. Habe jetzt nachguckt, irgendwo hier tropft es rein. Hier irgendwas undicht. So, das war schon mal das Erste. Das Zweite war, es war eigentlich nicht ganz so gut. Und zwar auf dieser Seite. Halt, das war so rum. So, hier auch Wassereintritt. Und zwar irgendwo hier dahinter kommt Wasser rein. So. Dummerweise wollte ja ich das Fenster auch abdichten, aber ich wollte erst innen mal halbwegs fertig machen, bevor ich komplett außen alles mache. Ich habe ja außen eine Wohnwagenplane drüber. Wasserdicht, atmungsaktiv. Ich glaube, bei der Herstellung haben die irgendwas verwechselt. Von wegen atmungsaktiv und wasserdicht. Genau da ist nämlich durchgekommen durch die Plane. So, ich heute Morgen also zum örtlichen Landwirt meines Vertrauens, der zum Glück Silofolie. So, jetzt habe ich also die komplette Plane runter gemacht, bin dann hergegangen, habe Silofolie oben drauf gemacht, habe dann wieder die Wohnwagenplane drauf gemacht, bin jetzt also dabei, hier unten das ganze Ding nochmal zu richten und jetzt reiße die Fenster raus. Die Fenster mache ich raus, gucke erstmal, wo ich die ganze Dinge abdichten muss, ob ich sie abdichte oder ob ich es komplett gleich zumache, weil die zwei Seiten werde ich später sowieso nicht brauchen. Und dadurch, dass es halt eine Fenster sind von dem Wohnwagen, vielleicht verkaufe ich sie. Ja, ihr habt noch keinen Plan. Ich fange jetzt einfach mal an. Bis dann. Okay, kleiner Zwischenstand. Wir haben jetzt ausgebaut das komplette Fenster. Also auch hier die ganzen Rahmen, die ganze Geschichte, alles rausgemacht, um rauszubekommen, wo das ganze Ding eigentlich nass herkommt. Also wie ihr es gesehen habt, ist hier oben alles trocken. Es konnte also nur hier unten irgendwo hier eintreten. Da. Was ich jetzt mache, nach dem Motto, viel hilft viel. Wahrscheinlich eine Dichtmasse außenrum. Das werden Sie den wieder neu machen. Von außen sieht es folgendermaßen aus. So, von außen sieht es so aus. Das hier ist so ein schwarzer Gummi. Das ist der hier unten. Der hier. Der ist hier dazwischen geklemmt. Wird dann quasi hier festgeschraubt und an dem wird auch noch das Scharnier vom Fenster mit festgemacht, damit es da dicht ist. Was totaler Schwachsinn ist, weil genau dieser Gummi eigentlich porös wird und dort ins Wasser reinlaufen kann. Das heißt, ich mache jetzt das ganze Ding hier oben wieder dicht, schraube das wieder hin, mache den Fensterrahmen, das dann mache ich erst dicht, mache dann den Fensterrahmen wieder hin. Ja, und dann sind wir weiter. Hallo, also ich habe jetzt zwei Wochen Pause gehabt, habe ein bisschen mehr arbeiten müssen wie sonst und bin heute also dabei, das Fenster mal zuzumachen. Das heißt, ich habe heute hier die ganzen Latten eingezogen, habe hier mal die ganzen Ecken, das ganze Teil hier abgeschliffen. Da kommt jetzt ein Primer drauf und ein Scheibekleber. Das ganze Ding wird dann an der Ecke wahrscheinlich noch genietet. Ja, und dann sind wir weiter. So, jetzt sind wir im Inneren vom Wohnwagen bzw. von der Fotobox. Ich habe jetzt mal auch von außen provisorisch die Aluplatte hingemacht. Achtung! Also ich habe heute quasi diese ganze Verstrebung hier reingemacht. Ich habe außen rum im Wohnwagen alles an die Ecken sauber gemacht und habe jetzt mal von außen provisorisch die Aluplatte hingeschraubt. Sieht eigentlich schon richtig geil aus.
Von innen bin ich jetzt hergegangen, hat man hier an den Ecken überall mit dem Edding einmal außen rum, sodass ich nachher, wenn ich die Aluplatte wegmache, aussehe, wo ich meinen Kleber, dass ich den genau richtig drauf mache und nicht zu viel verbrauche. Ja, nächster Step von außen wäre eigentlich Löcher zu bohren, um nachher leichter durch die Aluplatte durchzukommen, wenn der Kleber dran ist, und dann das ganze Ding verkleben. Ich gehe davon aus, dass ich es heute nicht mehr schaffe, weil jetzt wird es langsam dunkel. Viel schlimmer ist, dass es kalt wird, und wenn es kalt wird, klebt halt dieser Kleber nicht so, wie es sein soll. Das heißt, ich mache jetzt die Aluplatte wieder runter, also mache die Löcher rein, die Aluplatte runter, stelle sie rein ins Warme, mache den Wohnwagen wieder von außen dicht, dass keine Feuchtigkeit hinkommt, und morgen geht es dann weiter. Also bis dann. So, ich habe jetzt also das ganze Ding von außen mal das Alublech hingemacht, habe es mit Scheibenkleber befestigt, muss morgen noch am Rand außenrum das Ganze richtig abdichten, und von innen sieht es jetzt so aus. Das heißt, wir haben das ganze Ding jetzt gleich abgedämmt hier mit Styropor. Ja, und dann werden wir morgen bzw. vielleicht am Freitag von außen das ganze Ding mal ausfugen, noch ein bisschen festmachen, die Löcher zumachen von dem Alublech, wo ich es jetzt gerade festgeschraubt habe. Ja, und dann schauen wir weiter. Servus, grüezi und hallo, ich bin's wieder. Ich mache weiter an meinem Wohnwagen und möchte euch heute mal zeigen, was ich als nächstes vorhabe. Und zwar geht es darum, mein Fenster, das ich ja jetzt auf der einen Seite drinnen lasse, auf der anderen Seite habe ich es ja schon rausgemacht und abgedichtet, das aufzubereiten. Hintergrund ist eigentlich der, dieses Zumachen vom Fenster ist eine megamäßige Arbeit. Und es ist einfach die Dichtung am anderen zu wechseln, das Fenster aufzubereiten, wie komplett zuzumachen. Außerdem, was meine ich nachher mit der Kunststoffscheibe. So, ich habe jetzt erstmal nachgeschaut, welches von beiden Fenster ist aktuell das bessere. Und dann habe ich festgestellt, das ist das ausgebaute, was gar nicht schlecht ist. Dann kann ich das aufbereiten, bevor ich das andere ausbaue. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das ganze Ding aussieht. Ich wechsle dazu kurz die Kamera. Moment. So, jetzt geht es weiter. Also, wie ihr hier seht, auf dem Tisch liegt das ausgebaute Kunststofffenster. Muss ich allerdings hier an, wie man sieht, einen kleinen Kratzer, beziehungsweise ja, das ist schon ein leichter Riss, den muss ich aufbereiten, zumachen, sodass das ganze Ding dicht ist. An diesem Fenster ist auch noch zu machen hier, und zwar der Vorbesitzer vom Wohnwagen oder irgendjemand, der den Wohnwagen mehr gehabt hat, ist hier wahrscheinlich beim Rangieren entlang geschraubt. Das werde ich rausschleifen und aufpolieren. Sowohl auch das ganze Fenster aufpolieren, man sieht es, als auch hier diese ganze matte Stelle und auch das Fenster selber, wenn man es schräg hält, hier sieht man es, dass es nicht ganz kratzerfrei ist. Hier hat es mal wieder ein größerer Kratzer drin, also dann hier, genau, das sieht man so ein dunkler bisschen hier. Also das ganze Fenster aufzubereiten ist eigentlich mein heutiges Ziel, wenn es gut läuft. Werde ich das ganze Ding morgen einbauen und morgen dann das andere als erstes ausbauen, den Rahmen neu abdichten. Die Dichtung habe ich auch schon, die liegt hier, relativ hohe Reingelegenheit.
Da kostet jetzt 4,40 Meter, was ich circa brauche, 168 Euro habe ich da dafür bezahlt. Ja, und wie es dann weitergeht, werdet ihr dann sehen. Bis dann. Fenster, das haben wir jetzt poliert. Das liegt drinnen in der Garage oder in der Werkstatt. Und jetzt haben wir hier oben ist ein schwarzer Dichtungsgummi dazwischen, zwischen Dach und Wand. Die geht hier so runter und geht hier über dieses Scharnier vom Fenster. Und das liegt jetzt hier. Moment, ich mache mal schön das Licht an. So, jetzt sieht es besser. Und zwar liegt es jetzt gerade hier, weil dieser Gummi ist relativ kaputt. Das sieht man hier an der Ecke zum Beispiel schon kaputt. Das Dumme an diesem Gummi ist, den bekommt man nicht. Also diesen Gummi gibt es nicht. Alternativgummi gibt es nur 10 Meter weiß und. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe eine LKW-Plane hier. Die werde ich jetzt einmal von hinten und einmal von vorne dagegen kleben, da die auf einer Seite weiß ist. Der Wohnwagen weiß wird nachher, sieht man das nicht. Und von dem her müsste das eigentlich nachher dicht sein. Das Ergebnis zeige ich euch dann. So, und so sieht es jetzt fertig aus. Das heißt, du hast auf dieser Seite diese Plakatplane drauf gemacht. Auf der Rückseite ist noch die originale Farbe. Von dem, was drauf war. Und das Ganze kommt jetzt so nachher rein. Hier unten kommt dann dieser Gummi hin und hier oben kommt diese Leiste hin. Diese Leiste werde ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen aufpolieren, Silber lackieren, weil es Alu ist. Und hier unten kommt dann noch ein Scharnier drauf. Das Ding mache ich doch schwarz, dann sieht man das nämlich nachher nicht. Also wird recht gut, also top. Also Fenster einbaut, zeige ich euch mal, wie es aussieht. Also ist eigentlich relativ neu poliert. Hier oben haben wir den Gummi hinterlegt, die Regenrinne gereinigt und abgedichtet. Jetzt schauen wir das ganze Ding mal von innen an. So, von hier innen haben wir jetzt hier die neue Kunststoffdichtung reingemacht mit den weißen Bändern. Recht gut kommen. So, was ich jetzt noch holen muss, sind die Verbinder hier. Sie kommen hier hin, werden hier hingemacht. Die sind nämlich komplett zerbröselt. Die sind komplett kaputt.